Also ich habe mich eigentlich schon sehr früh für Mathematik interessiert, aber der entscheidende Punkt für mich war dann im Gymnasium die Mathematik-Olympiade, weil das plötzlich eine ganz andere Art von Mathematik war. Statt dem Rechnen war plötzlich das Beweisen im Vordergrund. Und dieses Beweisen, dieser Prozess, der hat mich wirklich so fasziniert und mich dann auch ständig begleitet, dass ich gewusst habe, das ist das, was ich machen möchte. Bei der Art, wie ich Mathematik mache, würde ich sagen, ich unterscheide vielleicht zwei Sachen. Das eine ist das Kollaborative mit anderen Menschen. Das ist einfach wichtig, dass man auf neue Ideen kommt. Aber dann diese ganz wichtige Phase, wo man alleine mit sich und der Mathematik ist. Und da ist mir sehr wichtig, dass ich mich zurückziehen kann, dass ich mir einen fixen Zeitraum, vielleicht 60 Minuten vorgebe, wo ich sage, jetzt muss ich ganz tief und genau nachdenken und da darf ich auch nicht gestört werden. Also ein Thema, an dem ich seit kurzem arbeite, ist die automatische Bilderkennung durch Algorithmen. Wir kennen das vielleicht alle, dass wenn wir Fotos aufnehmen mit dem Smartphone, dass wir dann Objekte erkennen lassen können durch Algorithmen. Aber all diese Algorithmen haben eines gemeinsam, dass sie nämlich noch immer instabil sind zu kleinen Veränderungen in den Bildern. Das heißt, wir können kleine Veränderungen in Bildern kreieren, die dann den Algorithmus aber etwas total anderes klassifizieren lassen. So, and I did targeting. So, what?